Wir sind die dritte Klasse aus Seven bei Schweiz, sind 7 Mädchen und 13 Knaben. In der Schule brauchen wir den Computer vor allem für das 1x1 zum Lernen und für Informationen zu suchen. Heute Morgen werdet ihr am PC zeichnen können. Ihr werdet ein Bild anfertigen am PC, und zwar in Postenarbeit, wie wir das schon oft gemacht haben. Ihr habt den Auftrag, eine spannende Aufgabe für eure Kameradinnen und Kameraden herzustellen. Es geht um ein Fehlersuchbild. Das kennt ihr, haben wir bereits hier, auch als Zwischenarbeit habt ihr das schon mal gemacht. Fehler suchen, Bilder vergleichen. So eins ist jetzt die Aufgabe, selber herzustellen. Ihr werdet am PC eine Anleitung finden. Das ist neu. Oft habe ich euch gesagt, wie es geht, oder gezeigt, oder ihr habt einander geholfen. Jetzt ist das erste Mal, liegt da ein Zettel, und da steht genau drauf, Stück für Stück nacheinander, was ihr machen müsst. Das heißt für euch auch genau lesen. Wenn ihr irgendwo nicht mehr sicher seid, wie es weitergeht, nehmt ihr den Zettel wieder und sucht die Stelle, wie es weitergeht. Bei jeder Arbeitsstelle da drüben liegt so ein gelber Zettel, so eine Anleitung. Das Bild, das ihr herstellt, steht unter dem Thema Indianer. Wir haben im Moment das Mensch- und Umweltthema Indianer. Ihr wisst schon einiges über die Indianer, wie sie wohnen, wo sie lebten, was für Stämme es gab. Wer von euch hat eine Idee für ein Bild? Was würdet ihr zeichnen? Ein Tipi mit einem Feuer und einem Pferd. Mhm. Wir könnten irgendwie ein Dorf in der Mitte ein Feuer und nachher so die Häuptlinge, wie sie das besprechen, ein Problem. Mhm. Genau. Erinnert ihr euch an die Vorarbeit, die wir auch schon gemacht haben? Ihr habt da auch schon Zeichnungen angefertigt, einfach ausprobiert. Was habt ihr da noch so gezeichnet? Also ein Indianermädchen. Groß auf dem Bild, also mit Schmuck also und allem, genau. Und mit einem Pferd nebenan, wo sie am Seil haltet. Sehr gut, Sandra. Also, ich sehe, ihr habt viele gute Ideen. Jetzt geht es darum, das nachher mal dann herzustellen. Eben dann mit 10 Unterschieden. Da ist noch wichtig, dass ihr das Bild, das ihr zeichnet, dass ihr das auch genug detailliert macht. Wenn ihr nur ein Zelt, eine Sonne und einen Berg macht, dann wird es ein bisschen schwierig, da 10 Fehler dann einzubauen. Also ihr müsst wirklich ein Zelt mit Rauch, mit einem Feuer, mehrere Berge, die Sonne vielleicht wie mit Strahlen, dass es genug detailliert ist. Bei der Anleitung, beim Zettel, wie es wir vorgehen müsst, ist ganz wichtig, dass ihr genau lest. Ich weiß, dass ihr manchmal, dass ihr gewohnt seid, eigentlich beim PC auszuprobieren, das kann man auch. Ja. Was passiert, wenn ich da klicke und so, Programme starten, das ist eigentlich kein Problem, aber hier solltet ihr jetzt nach Anleitung arbeiten und lesen, was nacheinander kommt. Jetzt haben wir 4 Arbeitsplätze da, die anderen sind am Platz, arbeiten am Platz. Ihr habt verschiedene Möglichkeiten. Hier kennt ihr schon die Indianerzeitung lesen. Da haben auch gestern schon einige begonnen damit, also von der Büffeljagd, von der Schöpfungsgeschichte, das heißt, was die Indianer für eine Vorstellung hatten, wie die Welt entstand, von Wakantanka, einer der Götter der Indianer, also da hat es viel Interessantes drin in dieser Zeitung. Dann natürlich die Lesekarten, habt ihr auch begonnen gestern. Wer fertig ist, füllt dieses Blatt aus. Wie war's? Also habt ihr die Anweisungen auf dem Postenblatt gut verstanden? Wie gefällt dir dein Bild? Was hat Spaß gemacht? Was war schwierig? Also beantwortet einfach die Fragen da drauf. Gut, dann, wer an den PC geht, das ist klar. Die 4 können gleich mal
hingehen und die anderen an euren Platz. Was kannst du hier reinstellen? Also groß, mittel, klein. Wie groß das Spray, die Fledose ist, genau. Gut. Kannst du auch rückgängig? Reinmalen, also das wie hier, so ein, dass man den Arm ein bisschen besser sieht. Probier mal. Entweder mit Weiß oder genau. Ja, genau. Ja, ja, tipptopp. Es nimmt mich Wunder, was machst du? Was gibt's? Ich glaube, ich weiß was. Kann nicht mehr warten. Wie heißt das? So heißt wo die Sonne im Herbst gemacht hat. Ist es noch geheim? Ich glaube, ich weiß was. Das hier wird schwierig, als die kleinen Pünktelchen wegmachen. Ist das das große an dem Häuptling? Ja, das Tipi gehört an dem Häuptling. Sieht schön aus. Hier macht noch ein bisschen Gelb da rein, in das Feuer. Dann sieht das echt heraus. Stimmt. Mirko, habe ich eine Idee für dich noch, wie du das Bild nachher mit Fehlern dann noch schwieriger machen könntest? Steine? Nein, schau mal deine Tippis an. Ich muss noch die Stöcke. Genau. Und wenn du die Stöcke machst, wenn du überall 3-4 Stöcke machst, überall, dann wird es sehr schwierig, da herauszufinden, wenn mal einer fehlt. Ja, also das würde ich noch machen. Ja. Das ist eine gute Idee. Was steht denn da? Ja. Mache zwei Leerzeilen. Genau, zweimal Enter. Okay. Und dann, wie geht's weiter? Später dann das Dokument. Datum speichern. Genau. Und dann mache da das Wort eingeben. Wie immer einen Namen geben. Du darfst nicht mehr den Namen wählen, den du schon mal verwendet hast. Du musst einen neuen Namen wählen.
Mama. Tobias, es ist hilfreich, wenn du einen Namen wählst, der was mit dem Bild zu tun hat. Aha. Für später, weil so ein Name sagt dir später nichts mehr. Ist ein lustiger Name, aber es ist nicht hilfreich. Genau. Am PC speichert eure Bilder jetzt, auch wenn ihr noch nicht ganz fertig seid. Gebt den Dateien Namen. Ich habe Tobias vorher gesagt, es ist wichtig, sinnvolle Namen, also Namen, die etwas mit eurem Bild zu tun haben. Dann findet ihr sie später leichter. Nicht Geheimnamen wählen oder so. Und ein Name, den ihr schon mal gewählt habt, geht jetzt nicht mehr. Am Platz versorgt ihr das Mandala. Alba auch den Fragebogen, den kannst du später noch ausfüllen heute. Dann auch Lesekarten. Marcel? Lesekarten zurücklegen, die Indianerzeitungen zurücklegen, ihr könnt später ein anderes Mal weiterlesen. Alles aufräumen und versorgen.